kann ich nicht sagen. Geht es? Geht es? Es geht abwärts, Junge, oder? Schon, ne? Es geht volle Kanne abwärts. Morgen, Jungs. Und Mädels. Version 032 Retro Breach. SCP. Wichtig dazu sagen. Wir machen einfach das Intro dazu, weil. Ach, Mann. Das ist eh so kurz eigentlich nur. Aber es ist langweilig. Ist aber nicht so. Und er ist immer noch. Ohne ja, Tipps der ist auch bis Version 06 schieß mich tot. So. Ich würde es ja nur mal sagen. Die regen mich viel mehr auf. Ja, was geht denn da ab? Was hat er sich dabei gedacht? Ich wenigstens hätte ich es cooler gefunden, wenn er einfach ein Smiley drauf gemalt hätte, aber so ist das bitte. Naja, auf jeden Fall. Oder wenn die genauso wären wie er, aber die sind ja völlig sinnfrei. Changelog. Ja. Hast du immer noch nicht gemacht. SCP One. Wenn der Ladezeit gemacht. Was ist denn? Die Ladezeit ist so kurz. Recall procedure finally works, even though the voice acting is still missing. SCP-106 Recall procedure, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht das, wo man dem einen seinen Knochen bricht, weißt du schon? Die Recall procedure. Du bist im Recall. Und das, hier, das Pause-Menü ist geimproved worden. Wahnsinn. Haben wir davor gar nicht angeguckt, glaube ich. Stimmt. Oder vielleicht gab es halt diese Hintergrundtextur noch nicht. Aber da haben wir nur schwarz. Das kann sein, so ja. Wie beim Death Screen halt, You Died. Irgendwann kann mir das Stop Hiding. Mal gucken, ob ich einen Raum es da gibt. Echt? Wann kam es nochmal, wenn man zu lange im Pause-Menü war? Ja, aber erst bei Version 07, glaube ich. Okay. Oh! Da bin ich dann. Guck, ja, das war damals, glaube ich, noch safe. Kann man pauschal an der Stelle sagen. Sonst war es so, wenn du da rein bist und dann gleich wieder raus, dann hat sie gesehen, wie der durch ist. Aber wenn du rein bist und drin geblieben bist, dann ist er in der Mitte stehen geblieben und auf dich zu. Okay. Anstelle. Dass er von der Seite wieder rein. Und da kann er auch von da oben mal seinen Kopf rausstrecken. Haben wir das auf Video, wo das passiert ist? Ich weiß es nicht. Oh, da steht er drin. Man musste careful bean. Mausback. Bisschen hängen geblieben. Nur ein kleines bisschen. Ja, hast du auch gehört? Ja, es war der Weiler drin. Komm erstmal da lang. Ich wäre vorsichtig an deiner Stelle. Passt schon. Jo, überall dieses scheiß Ding, diese Wände. Auch nicht, was soll. Na toll. Also muss ich dadurch. Durch diesen sich verdunkelnden Raum, in dem während der Dunkelphase SCP-173 auftauchen wird. Du sagst, sich materiell manifestieren wird. Jawohl. Ja. Haben wir gar kein Verstören der Geräusche irgendwie. Und jetzt ist er verschwunden. War ein Hologram? Ja. Ein Ding, eine Trap war das. Ja, dann gibt es da nichts zu holen. Ja. Okay. Ja, oder? Nee, damals gab es da noch nicht mal den Navigator, glaube ich. Can jump. Das war der andere. Das war der Server Room. Okay. Stimmt, ja. Electrical? Komm ich nicht rein. Kommst du nicht? Du brauchst eine Gay Card. Eine Gay Card. Da steht er nicht. Alles safe, Leute. Es ist alles so safe. Also, Version 032 Maintenance Tunnel. Dieser potenziell schiefe Ebene vielleicht? Abwärts führend? Ich glaube nicht.
Also wenn dann bei Version 5.x. X ein Element der reellen Zahlen. Bitte auf damit. Oh nein. Der Klassiker. Da haben wir uns echt getäuscht, oder? Das kann doch nicht sein. Geht es ab? Geht es? Es geht abwärts, Junge, oder? Schon, ne? Es geht volle Kanne abwärts. Oder nicht? Ich weiß es jetzt auch nicht. Das ist eine optische Ja, Täuschung, ich oder? glaube, so war das. Oh mein Gott. Ja, guck, das sieht nämlich nur so aus. Aber wir dachten das immer. Es geht schon wieder abwärts. Ja, gell? Ah, also haben wir es geklärt, Mann. Scheiße. Das hätte mich jetzt echt gefreut. Titel die schiefe Ebene. Die sah aber echt so aus, Ja, oder? Mann. Ja, weil letztes Mal ist es uns nicht aufgefallen in dem 3-1. Da hat doch da was geändert, verdammt. Oder? Oder? Was meinst du? Da ist auch ein Rohr oben, war das vorher? War das im letzten Ja, Leben ich glaube, auch? das hat man manchmal gesehen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Die schiefe Ebene war nur eine Illusion. Ein Streich unseres Verstandes. Naja. Oh Mann. Irgendwie findet man doch da gar keine Items, außer die Batterien und die Maske, oder? Die ganze Zeit irgendwie nicht. Ein paar Dokumente vielleicht. Da geht's zu dem Sarg. Ja, aber ich habe immer noch keine. Oder ist es Nee, eigentlich das ist 106. 106? Aber ich habe immer noch keine Playcard. 106 ist jetzt ziemlich cool an. Wie so ein Radiosender. Ah ja, stimmt jetzt ja, Radio Gong 106,9. 106,9. Schau, wie man die Treppe hochkommt. Ohne zu rennen. Hörst du Radio? Nein. Ja, auf der Nein. Arbeit halt so manchmal. Ich eigentlich, also. Aber so, Nur mein Wecker hat Radio. Da höre ich weil so. ich Lust drauf habe, zum Beispiel im Auto oder mal daheim, höre ich kein Radio. Im Auto höre ich Podcasts. Hört ihr Radio? Das würde mich mal interessieren. Ich höre nur Podcasts. Zum Aufwachen höre ich immer Ego FM. Eine Dreiviertelstunde circa. Echt? Wobei, das, ich höre es ja nicht. Wenn ich im Bad bin, höre ich es zum Beispiel nicht. Also eigentlich nur 5 Minuten, wenn ich frühstücke. Ja. Aber wenn ich Radio höre, dann auf jeden Fall Ego FM. Obwohl die Schleichwerbung, kriegen wir jetzt Cash? Vor Schade. allem die Dunkelheit gerade. Irgendwas So Gutes. richtig auf mich zugekommen. Ich bin da rein, die Dunkelheit ist so auf mich zu. Ich schwör. Ich schwöre. Warte, ich probiere es zu Schwörst du auf Big reproduzieren. Mac? Blink, 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 so zurückgesetzt. Reset. So. Yo. Voll krass. Ah, das hat doch auch in einem Changelog mal geschrieben, dass irgendwie die Sichtweite sich anpasst. Je nach Raum. Ja. Aber das ist scheinbar so schrittweise. Und zum Übergang halt und nicht Ja, so. nicht instantly. Dann ist es dunkel, zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich in jedem Raum, aber man sieht es halt Ja, in aber ist es manchen nicht nicht so so. schlagartig in der neuen Version? Bei diesem Raum mit dem Endless Hall-Dingsbums, dem Endless Room? Weiß Weil ich nicht. das merkst du auf jeden Fall, wenn du den Raum betrittst. Am Anfang ist es hell, dann gehst du rein und dann wird es dann dunkel. Ich weiß nicht, ob das schnell passiert oder ob das jetzt Weiß im jetzt auch nicht. Übergang. Da waren wir doch schon. Dann gehe ich jetzt da lang. Und regenerate meine Stamina etwas. Da ist der Smog auch noch voll dark irgendwie, oder? Der ist im Neueren nicht so dunkel. Hä? Bist denn du? Dann gehe ich jetzt ganz und gar zurück, weißt du das? Oder? Bin durch den Händestunnel durch. Ich check gar nichts mehr. Na, Jetzt darfst du ist. nicht fragen, aber da waren wir glaube ich noch nicht. Oh.
Aber das Beben ist irgendwie voll unrealistisch. Das ist der Exit, oder? Gibt's doch nicht. Alter, was geht denn da ab? Voll crazy. Ja, da war ich dann hier noch nicht, oder? Nee. Neu? Hä? Das ist aber auch bekannt irgendwie. Ja. Hm. Da passiert nicht mehr viel. Ja, das ist ein Kackenberg. Da vielleicht noch, aber sonst. Dann hätte ich gesagt, kannst du schon wieder aufhören. Eigentlich schon. Ende durch Verlaufen. Ja. Also was haben wir jetzt in dieser Episode eigentlich rausgefunden? Nur, dass die schiefe Ebene eine Illusion war. Schon. Oder? Scheinbar. Mehr. Leider. Haben wir nicht für euch. Nee, das hat mich jetzt wirklich enttäuscht. Ich habe gedacht, es gibt so einen richtig krassen Maintenance-Tunnel. Warte mal, vielleicht kommt wirklich noch eine schiefe Ebene. Aber ich glaube, das war das, was wir gesehen haben. Ja, ich glaube es auch. Also. Ja, so eine kurze Episode muss auch mal sein. Ja, ist doch auch ganz angenehm. Liked, wenn es euch trotzdem gefallen hat, und disliked, wenn ihr es scheiße fandet. Abonniert unseren Channel auf unserem Link da unten und bleibt geschmeidig bis zum nächsten Mal. Tschüss.